Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Bitte ein paar Akten. Einen haben wir noch. Ein paar Akten, bitte. Wir brauchen noch ein paar Akten. Ja. Dankeschön. Und noch ein paar Akten. Und für diese paar Akten. Und für euch ein paar Akten. Dokumentarisch festgehalten. Unser Aktenbeauftragter vom Verfassungsschutz. Ja, aber wir sind schon alt. Ja. Faktisch festgehalten. Akten, 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 Akten vernichten, Akten vernichten, Akten vernichten. Narrenzeit. Die Narretei ist wieder frei und sie soll sein beim Feiern. Doch Politik muss nüchtern sein und nicht nur närrisch eiern. Es wird geschwätzet und geschrieben und jede Woche eine neue Sau durchs Land getrieben. Bildungspolitik ist wichtig, heißt es heuer. Morgen ist Bildung für alle viel zu teuer. Einen kostenlosen Krippenplatz für alle fordern SPD und CDU in jeder Wahlkampfhalle. Doch bringt die Linke solchen Antrag ein, lässt man diesen fallen wie einen heißen Stein. Den Rentenbeginn mit 67 verkünden. Dabei kann keiner mit 50 eine Arbeit finden. Auch unsere Rente, auch unsere Jugend trifft es hart. Denn an der Ausbildung wird sehr gespart. Vermögen verpflichtet. Das war einmal. Jetzt heißt es, Gewinn braucht das Kapital. Die Arbeitszeit verlängern statt verkürzen. Heißt noch mehr in Arbeitslosigkeit stürzen. Doch der Profit fürs große Kapital, der steigt noch weiter. Alle mal. Es hat sich lauthals arm gebarmt. Die Folge ist, das Volk verarmt. Um diesen Teufelskreis zu enden, wollen wir uns hier an alle wenden. Lasst euch bei unserer Demo sehen und ruft, so darf's nicht weitergehen. Danke.